Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part von Iron Man Challenge. Und ja, Leute, es tut mir leid, die Sachen kommen jetzt querbeet, ne? Ich habe keinen vernünftigen ja, Upload-Plan oder sowas. Bin da relativ spontan im Moment, weil ich auch spontan auch teilweise streame und so. Von daher muss ich mir das mal vielleicht wieder angewöhnen? Ich weiß es nicht. Aber im Moment gefällt es mir so, dass ich halt, wenn ich Bock habe zu zocken, dann lege ich auch los und so. Und von daher können wir das jetzt auch mal weitermachen. Ne? Wir haben ja letzten Part sehr, sehr lange gemacht, 20 Minuten. Ein bisschen überzogen, weil ich auch wieder gequatscht habe. Ne? Das tut mir auch wirklich leid. Gut, gucken wir mal. Der Sand, der Apfelwein und die Kugel. Mein Vater wartet auf uns im Osten. Bevor wir aufbrechen, müssen wir jedoch noch ein paar Vorräte sammeln. Diesmal werdet ihr es einem Hexenmeister mit Namen Gorzeki Wildaug abnehmen. Aha, wahrscheinlich findet ihr ihn im Nordwesten in der Nähe des Altars der Stürme. Okay. Sagt ihm, dass er uns helfen wird. Was? Sagt ihm, dass er uns helfen wird. Wir brauchen den Sand, den Apfelwein und die Kugel. Er weiß schon, was das bedeutet. Okay. Für die Horde. Okay, Digga, machen wir. So, auf, Leute. Da hinten hin. Das wird doch bestimmt stressig, oder? Da sind doch da ist doch einiges an Gegnereien, ne? So, jetzt haben wir es. Nee. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei unseren Raids und so. Von daher gucken wir mal. Wir hatten einiges, ne? Loot Council, Loot an sich und wie weit wir gekommen sind und sowas. Da gibt es leider kein Update, wie weit wir gekommen sind, ne? Definitiv aber im nächsten Part halte ich euch dann doch auf dem Laufenden. Ah, richtig gut, ey. Ich bin wirklich gespannt, wie es morgen, also morgen ist für mich Donnerstag, ne? Ich nehme jetzt hier noch auf. Ihr werdet den Part leider ja ein bisschen später sehen und so. Aber ist ja kein Problem an sich. So, was haben wir hier? Bist du das? Jo. Beste Angebote Hallo, weit mein und Hübscher. breit. So, Hexenmeister haben das beste Zeug. Digga, dann können wir uns mal am Wochenende treffen, ne? Ariok sagt, er braucht Vorräte. Ich habe haufenweise Vorräte. Das Problem ist nur, dass diese Hexenmeister mich aus meinem Zuhause geworfen haben und mich nicht wieder hineinlassen. Gotzeki mustert euch. Muss aber ganz schön weit hochgucken, Digga. Ihr könntet vielleicht hineingelangen. Geht nach Norden und holt mir meinen Schlummersand, mein was? Teufelskarussellstöffchen. Stöffsche. Oh Gott. Gott, was ist das denn, Alter? Und eine klare Glaskugel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist, was er haben will. Oh, und falls ihr aus Versehen ein paar dieser Orks tötet, während ihr da oben seid, wäre ich bestimmt nicht traurig. Okay. Das kriegen wir hin. Schattenboxen. Nergos, der Schatten, ist der Anführer dieser Hexenmeister, die sich nördlich von uns befinden. Er ist der Fiesling, der mich aus meinem Haus vertrieben hat, als diese Schwarzfels-Orks aufgetaucht sind. Mann, heute ist aber irgendwie der Wurm drin. Nun, eigentlich sind alle Fieslinge, aber er ist der fieseste. Wenn ihr jemals in der Nähe des Altars zurückkehren möchtet, muss Nergosch verschwinden. Okay. Schöne Also, ein Sache. paar Leute töten und den Obermacker. Easy, Digga, easy. So, der wird uns nicht zum Problem. Der hier, da oben müssen wir nämlich hinkicken. Dann hat der nämlich nichts mehr zu lachen, ne? So, komischer Hexenmeister. So, da kommt der nächste. Oh. Okay, das schaffst du, ne? So, gleich den nächsten. Jawollo. Und den hier noch, bitte. Haben wir noch einen Kick? Ja. Nice. Sehr schön, Uguay. Coole Sache. So, den Sand. Hier leuchtet noch was. Das ist aber nichts. Da ist noch was. Haben wir hier noch was drin? Müssen wir hier noch was? Nö. Haben wir schon alles? Okay. Dann müssen wir noch den Dicken da töten, ne? Oh Mann. Oh Mann, diese Altare. Der gibt's immer hart aufs Maul, glaube ich. Oh. So, gucken wir doch mal.
vor der Castet. Ja, easy, Uwe, easy. Okay, da ist der. Gucken wir mal, dass wir hier erstmal die einzelnen wegballern können. Gut, einen haben wir. Jetzt den noch. Scheiße. Ich will den Dicken nicht pullen. Sehr gut, Uwe. Jetzt töten wir den. Feuer frei, Uwe. Oh, der verliert aber kaum Leben. Oh, 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 oh. Aber zum Glück hat er nur einen Cast. Okay, den können wir jetzt nicht unterbrechen. Ja, Mann. So. So einfach geht das. Oh, was war das? Ist das ein Umhang? Rücken. Oh, willst du mich verarschen? Der hat genauso viel Rüstung, wie den ich jetzt angelegt habe. Mann, aber den nutzen wir trotzdem, ne? Legen wir einfach an. Einfach wegen der Gegenstandsstufe, die höher ist. So, dann haben wir es doch. Dann haben wir es doch. Schattenboxen, genau. So, die gehen wir erstmal ab. 10.000. Jawohl. 8.000. Ich schätze, ich bin hier mit euch fertig. Ich werde diese anderen Orks davon scheuchen, sobald ich den Mut dazu gefunden habe. Hier, vergesst eure Vorräte nicht. Danke dir. Und wieder zurück. Nice, oder? Richtig cool. Das ging gut, ne? Er hat ein paar mehr Leben gehabt, der Boss, ne? Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das hin mit Uwe. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn ich hier mit einem Krieger oder sowas das mache. Ob ich das überhaupt mal hinkriegen würde. Also, wie gesagt, wir haben ja noch die unsere Priesterin, Bolina. Falls jemals dieses Projekt hier kaputt gehen sollte, als Iron Man Challenge, haben wir sie als nächstes Projekt, was sie eigentlich immer im Stream machen wollte und sowas. Aber einiges kommt ja, wir haben ja noch einiges vor bei den ganzen Streams, die Streamerei und so ein Shit. Nee, muss man immer aufpassen. So, Quest beenden. Oh, ich will diese Waffe. Mann! wir sind auf dem Weg nach, was? Meißelgriff, das sich genau im Herzen dieser Steppe befindet. Wir treffen uns dort mit der Thorium-Bruderschaft und mit meinem Vater. Seid ihr mit der Bruderschaft vertraut? Diese Dunkeleisenzwerge haben mir mehr als einmal geholfen. Wir brauchen ihre Hilfe vielleicht erneut. Wir kommen auf unserem Weg dorthin durch den Schwarzfels-Zahnunterschlupf. Was haltet ihr davon, wenn wir unterwegs ein paar Orks töten? Ich werde in diesem Lager langsam ein wenig unruhig. Oh, kein Ding, Digga. Dann töten wir noch ein paar Orks, ne? So, da müssen wir wahrscheinlich hin. Messelgriff, genau. Dann können wir hier ein paar Orks killen. Ja, easy, Alter. So auf dem Weg, ne? Schöne Safari. Oh, Mann. So, nur mit Orks, ey. Geil! Ach, Leute. Ja, aber wie gesagt, also wir haben da noch einiges im Petto. Wir werden bestimmt nicht einfach so mit dieser Iron Man Challenge aufhören, obwohl wir einmal gestorben sind. Werden wir trotzdem die Gebiete halt weiter questen. Nenne ich es halt nicht mal Iron Man Challenge, sondern einfach Level, ein Standard-Level-Projekt. Dann können wir auch mal ein paar andere Sachen anziehen und hier ein bisschen schneller vorankommen. Beziehungsweise, wow, sind ein paar viele ja, genau. Geh du mal weg. Dann können wir dich angreifen. Ich glaube, das passt so. Ach, Ariok ist auch dabei. Nice, Digga. Okay. So, dich wegballern. Wow. Kotzt der? Aber so kommen wir langsam voran, ne? Wir können sie alle besiegen, Leute. Richtig geil, Alter. So muss das. Nice, da hinten ist auch noch einer einzeln. Ha. Sie laufen einzeln rum und nicht in der Gruppe. Das ist ihr Untergang. Sehr schön. Nice. Und ja, irgendwann kommt ja auch bald dann, ich hoffe mal, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Beta-Invite für 8.0. Dann werden wir ja ein neues Projekt haben. Und zusätzlich dann, wenn 8.0 rauskommt, ne, natürlich zwei Level-Projekte. Ne? Einmal Horde, einmal Allianz. Sind ja zwei unterschiedliche oder
sechs unterschiedliche Gebiete und drei pro Fraktion. Machen wir die Gruppe hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir machen hier immer noch die Einzelnen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Von daher, also da wird einiges noch auf uns zukommen. Und von daher bin ich auch froh, dass wir währenddessen immer noch die chillige Ironman Challenge, Das wird sich ja auch bald ändern, ne? Dann kommt ja 7.3.5, da können wir zwar andere Gebiete machen und sowas, was wir nicht machen werden. Wir werden das immer schön nach und nach so durchquesten, die Gebiete, wie es sich gehört. Aber es, ich habe gehört, es soll auch schwieriger werden, ja? Und da bin ich mal gespannt, ob uns das vielleicht das Genick brechen wird im Nachhinein, ne? Dass wir hier wirklich nicht mehr so chillig hier durchkommen werden. Was ich ja sowieso nicht glaube, wenn wir zu Burning Crusade wechseln, ne? Also auf die Scherbenwelt. Ich glaube, da wird es dann eher problematischer, weil wir auch kein vernünftiges Gear mehr bekommen, was wir uns so kaufen können, ne? Ich habe extra nochmal in den Städten nachgeguckt, aber das war's dann eigentlich. Das ist dieses 50er Zeug, das war's, ne? Mehr habe ich nicht zu kaufen. So, dich machen wir noch platt, kriegen wir dich. Ja, sauber. Ja, das sind erstmal die Prognosen bis dahin, ne? Bin ich mal gespannt. So, wir geben die Quest ab und werden uns dann für heute auch verabschieden. Ist ja kein Ding, ne? Wir haben dann ein komplettes Gebiet hier fertig und das nächste Gebiet, da wird dann bestimmt noch einiges auf uns warten hier, wenn wir wirklich diesen Angriff zurückpreschen wollen, Alter. Dann wird es wieder eine epische Questline geben, hoffe ich doch. Mega. So, wir geben noch schnell die Quest ab. Was geht euch durch den Kopf? Wir nehmen die Waffe, so, und alles andere werden wir dann im nächsten Part machen. Also Leute, macht es gut und danke fürs Zuschauen. Bis bald.